Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Sterim. Jetzt geht's weiter mit den Fußballmanager 18. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir haben in der letzten Folge 2-1 gegen FC Starken gespielt und sind dadurch auf den ersten Platz gelandet. Jawohl. Und der gute Pascal hat ja das Ausgleichstreffer gemacht. Na, wo ist er? Dann hat sich auch verbessert von 25 auf 26. Ja, Sebastian hat sich auch darüber sehr gefreut. Das freut mich. Apropos Sebastian, er schrieb, ich soll mal Schmidt nach oben bringen von Jugend. Mach ich. Kein Problem. Da. Aber. Ja, Schmidt ist eine gute Idee, aber ich möchte entweder Mau hochholen oder... Na, hallo? Ja, ja. Ne, Mau ist mir auch schon zu alt. Entweder Simon, weil dann kann er noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Wann bist du denn älter? Ja. Simon, komm hoch. Er ist Ende des Jahres. Von daher, sehr schön. Willkommen im Team. So. Ich werde dann auch, wenn Mario Schilling wieder fit ist, werde ich ihn gegen Zotke austauschen, weil den Vertrag von... Gucken wir so. Der Vertrag von Mario haben wir schon verlängert, geht bis 2020 und Zotke wird vielleicht gehen. Und von daher möchte ich lieber Mario aufbauen als Zotke aufbauen. Von daher lassen wir das so. So, ich möchte ab sofort gerne eine kleine Änderung machen. Und zwar, ich werde jetzt offline weitermachen bis zum 27. Und am 27. werde ich euch ja sagen, was passiert ist. Und so werde ich dann immer weitermachen. Ich sozusagen, ich begrüße euch jetzt am, ne, als nächste Folge. Begrüße ich euch am 28. Und dann geht's weiter. Sprich, ne, am 28. begrüße ich euch. Und dann werde ich die Woche offline weitermachen und dann geht es am 3. auswärts in Selo weiter. Weil die Folgenlänge ist mir einfach viel zu lang. 30, 40 Minuten, das ist mir einfach so lang. So angestrebt ist so 20 Minuten, höchstens 20 Minuten. Länger möchte ich eigentlich nicht machen. So. Ne? Also sprich, ich werde die Woche offline durchführen und dann sieht man sich dann am Spieltag wieder. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ich würde mich für einen Kommentar darüber sehr freuen, was ihr davon haltet. Und ja, schauen wir mal. So, sprich, wir sehen uns jetzt am Spieltag wieder, außer es passiert was Wichtiges. Ja? Also bis dann. Bis gleich. FC Mecklenburg-Schwerin gegen FC Strausberg. Ja. So, Strausberg will ich gleich was noch sagen. Die haben ja diesen Trikot von 1. FC Kaiserslautern. Ich habe es versucht wegzumachen. Geht's nicht. Ja, warum? Weil im Editor das eingetragen worden ist. Sprich, ich müsste jetzt ein neues Spiel starten, um die Änderung, dass man die Änderung sieht. Aber, naja, sprich, Strausberg hat Trikot von den 1. FC Kaiserslautern. Wieder mal geborgt. So. Ja, ich hatte 3 Nachrichten gehabt, 4 neue Nachrichten sind da, also gucken wir uns mal an. Wir haben einen Jugendspieler ja in die Mannschaft aufgenommen, ein 15-jähriger Linksaußen, eine linke Mittelfeld,
ja, dachte ich, warum nicht? Kann man gut haben. Dann habe ich Boman Trainingsziele angepasst. Loi fällt für 6 Tage aus. Naja, alles in Ordnung. Pforzheim und Difflin haben Interesse an mich. Ich aber nicht. Potz, ja. Potz, ne, mit 26. Ja, schnacken kann ich nicht mit dir. Muss ich erstmal einen Vertrag anbieten. Aber dafür haben wir leider kein Geld. Ach, Marc, du, ich möchte gerne einen Vertrag anbieten. Aber geht leider nicht. So, schauen wir mal. Loi hat Leistenprobleme. Machen wir das so. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Taktik an. Ich würde sagen, Boman macht ein bisschen Spielmacher. Machen wir, das passt auch. Machen wir Laumann bewacht Hohlfeld, Harada bewacht Kripsch und Übrel bekommt eine Sonderbewachung und Popov passiert ein bisschen auf. Ein bisschen zurück. Ob das so eine gute Idee ist, mache ich mal so. So. Okay. Was haltet ihr davon? Ja, ne? So, einmal gucken, privater Bereich, einmal ein bisschen Golf spielen. Und los geht's. So, ja, ne? SFC Kaiserslautern. Naja, ist immer so. Kann ich leider nicht ändern. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein neues Trikot rüberpacke, übernimmt er das? Sprich, dass ich ein Trikot von FC Strausberg mache? Müsste man ausprobieren. Aber nicht jetzt. So. Unentschieden wäre nicht schlecht. Ja, bin ich auch der Meinung. Das schaffen wir schon. Hoffe ich zumindest. Jo. Bin ich mal sehr gespannt. FC Strausberg hat seit 4 Tagen nicht mehr gewonnen. Nicht mehr verloren. Strausberg. So, komm. Ich bin sehr neugierig, wie das Spiel wird. Los hier. Zotke ist der Jüngste im Feld. Ja, wir haben seit 14 Spieltage nicht mehr verloren. Das ist richtig gut. So, Pause bitte. Einmal hier auf 4 stellen. Wiederholung wollen wir anlassen. Gut. Los geht's. Ich lehne mich mal ein bisschen zurück und schaue mir das Spielchen mal an. Witkowski. Und Witkowski? Das war's schon. Einmal mit ihm aus wegmachen. Auswärtssieg. Na, ich hoffe nicht. Zotke mit einem schönen Kopfball. Boman, Michalski, Witkowski. Potz. Zotke mit dem Kopfball zu Boman. Und das war's dann auch. Marc, gut geklärt. Das ist ein Abseits. Ja. Eindeutig. Harada holt sich den Ball. Ja, nicht ganz, aber stört zumindest. Und eine gelbe Karte. Für Potz. Na.
13. Minute, Freistoß. Marc fängt. Ist gut. Oh, Henschke. Ui, sehr guter Schuss. Sotke haut den Ball raus. Sehr gut. Bohmann. Witkowski. Witkowski an Henschke. Leitet weiter. Oh. Na, Schuss besser gesagt. Sehr gut. Wie viele Zuschauer haben wir eigentlich? Ich habe gar nicht geguckt gerade. Sotke. Sehr gut. Popov. Weil ich habe ja 500 Freikarten an unsere Fans weitergegeben. Gorgov. Oh, nächste gelbe Karte. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch nicht auswechseln. Üre hat eine gelbe Karte bekommen. Ja, hätte man auch ruhig rot geben können. Henschke. Henschke schießt, aber vorbei. Üre. Na, das war nix. Ein Tor. Ich hoffe für uns. Gut. So, Sotke. Potz, Witkowski, gibt es auch Henschke. Henschke. Freistoß. Ui, 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 ui. Witkowski, das war's dann auch. Sotke. Bohmann. Nächste gelbe Karte für Gaddach. Langer Ball, aber der geht erstmal aus. Das ist gut. Mensch, der muss doch drin sein. Und Malcho ist auf dem ersten Platz gelandet. Gargov macht jetzt keinen Mist. Sotke, hau den Ball raus. Gut. Halbzeit. Da muss mehr passieren. Da muss mehr passieren. Wir haben zwei gelbe Karten. Gucken wir mal. Wir sind im Soll. Gebt euer Bestes. So. Henschke. Henschke hol ich raus. Oder? Gucken wir uns die Noten an, erstmal. Loben, loben.
Potz kriegt ein bisschen Motivation. Wie Bobov, Gargov. Sind sehr gut. Massage. Bekommt erstmal Henschke, Potz und Boman. So, was mache ich jetzt mit euch? Was mache ich mit euch? Gorgov. Das ist ja ein bisschen gefährlich, ne? Bisschen angeschlagen. Wenn ich dich IV, Kaminski kann zur Not auch machen. So. Padermann. So. Und raus mit euch. Padermann, sehr schön. Sehr gut. Da muss mehr passieren irgendwie. Padermann. Ja, gelb-rote Karte. Sehr gut. Jetzt müssen Tore fallen. Für uns natürlich. Popov, schön. Harada, komm. Könnte mal auch rot gehen. Leute, ein Tor. Kriegt ihr das hin? Ui! Schöne Ecke. Also, schöner Freistoß gerade. Oh, das war's dann auch. Boman hat jetzt die Chance. Hat noch immer die Chance, aber das war's dann auch. Kriebsch. Gärtner. Oh, da muss mehr passieren. Da muss eindeutig mehr passieren. Eine Auswechslung haben wir noch. Henschke. Ne, war schon richtig hier. Mach vielleicht doch hier rein. Vielleicht Michalski. Ein bisschen weiter. Nach vorne. So. Dass er nicht so viel Laufwege hat. So. Oh Mann. Laumann. Noch immer Laumann. Padermann. Witkowski, Laumann. Na toll. Und jetzt ist hinten keiner. Ah, tolle Kacke. Aber Max steht zur Stelle. Zumindest einer, der ordentlich Fußball spielt gerade. Michalski. Harada holt die gelbe Karte. Kaminski. Henschke holt sich den Ball sehr schön. Michalski. Michalski. Noch immer Michalski, aber nee. Padermann noch immer. Genau, sehr gut. Henschke. Witkowski. Witkowski. Seelenruhig und schießt in den Händen von Jeschke. Michalski, die gelbe Karte. Hm.
Da muss was passieren, Leute. Ein Tor. Henschke. Henschke. Mach bitte das Tor. Nein. Abseits. Sehr gut. Abseits. Ja, wissen wir. Buhmann. Abseits. Auswärtssieg. Die Fans wollen gerne noch ein Tor sehen. Abseits. Muss was passieren. Da muss irgendwas passieren. So viel Abseits. Ja, ein bisschen so. So. Ja, ich mach mal ein bisschen. Haut raus. Die letzten Minuten laufen. Mann, Leute. Padermann. Geht doch mal einer ran zum Ball. Kaminski, los. Sehr gut gegrätscht. Padermann. Sehr gut. Henschke. Aber das war's dann auch. Zottke. Padermann. Laumann. Boman. Jetzt die nächste Gelegenheit für uns. Konzentrier dich. Gib's doch nicht. Das war's. Oh Mann. Ich habe bloß einen Schuss aufs Tor. Mehr haben wir nicht. Das ist ein Mist. Auf zweiten Platz sind wir jetzt. Ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber okay, so ist es nun mal. Wir können ja nicht nur gewinnen. Aber wir haben zumindest einen Punkt geholt. Eine Mark mit 1,5. Ja, Jeschke auch. Mit einer 2. Ja, wir hätten siegen müssen. Ey, gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Okay. Ja. War alles recht gut, ne? Ja. Malchow gewinnt, ne? Gegen Anker Wismar. Gut, gucken wir uns Bundesliga an. Schalke hat 1-1 gespielt. Ist jetzt auf dem dritten Platz. Ja, schaut mal. Oh, RB Leipzig hat gewonnen gegen HSV. Wo stehen sie eigentlich? Auf dem 9. Platz? Okay. Ja, zweite Liga. Gibt es da eine Überraschung? Nö, ne. Darmstadt, ich glaube, die steigen auf. Aber Dynamo Dresden, kick mal an. Na. 5-0 gegen FC St. Pauli. So. Was sagt Rostock? Gewinnt. Sehr schön. Hoffentlich ist jetzt auf dem dritten Platz. Na super. Spieltagsstatistik. Oh, mit dem Bild sogar. Zottke ist ein... Ja, sehr gut. Und Marc. Gucken wir uns mal ein bisschen die beste Spiele mal an. Marc weiterhin auf dem ersten Platz. Sehr gut.
Henschke. Was hat der Reuter gemacht? Hat er schon gespielt? Ja, ein Spiel, 0 Tore. Okay, so. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die Henschke fällt aus. Psychische Probleme. Sag mal hallo. Alles klar mit dir? Fällt 4 Tage aus. Machen wir also mal alles weg. Weg. Mannschaft. Dann sagen wir ein bisschen mal. Super lässt du spielen. Und Sotke auch. Super lässt du spielen. Nee, du kriegst ein Lob von mir. So. Ja, Gehaltsbudget. Ja, ja. Wissen wir. So. Ne. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ne? Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt... Oh, ja. Gegen Silo spielen wir dann. Okay. Schauen wir mal. So, einmal Gold, fix Golf spielen. Ich speichere jetzt ab und dann sieht man sich. Ich bin weg. Bye, bye.